Akribis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akribis Bank. Nach wie vor belastet die internationale politische Unsicherheit die Finanzmärkte. Was hat das für Auswirkungen auf die Devisen? Das ist Akribis Invest heute mit dem Angelo Iannella. Der US-Präsident Trump bewegt die Märkte immer noch. Wie haben die in dieser Woche reagiert? Ja, Präsident Trump ist weiterhin in aller Munde und heizt mit seinen Kommentaren Diskussionen um Handelssanktionen an. Die Informationen gehen natürlich nicht spurlos an den Märkten vorbei. Diese Woche hat er von Währungsmanipulationen gesprochen, was zu Ausschlägen an den Devisenmärkten geführt hat. Wir bleiben beim US-Dollar und beim Euro neutral gewichtet. Neben der Kantonalbank haben auch andere grössere Schweizer Unternehmen Zahlen präsentiert. Welche sind da aufgefallen? Neben den Waadtländer, der Luzerner und der Thurgauer Kantonalbank sind Zahlen von Huber und Suhner, Comax, Sunrise und der Siegfried auf der Agenda gestanden. Und wie sind die Abschlüsse rausgekommen? Sowohl Huber und Suhner wie Comax haben die Erwartungen deutlich übertreffen. Beide Unternehmungen haben einen schwungvollen Start ins erste Halbjahr gehabt. Was aber die Anleger noch viel mehr erfreut hat, sind die guten Auftragsbücher, was auch auf eine gute Entwicklung für das zweite Halbjahr hoffen lässt. Sunrise hat tiefere Gewinnzahlen veröffentlichen für das erste Halbjahr. Diese Zahlen waren aber über den Erwartungen gewesen. Und was die Anleger auch ebenfalls erfreut hat, ist eine Aussicht auf eine Dividendenerhöhung für 2018. Siegfried hat solide, im Rahmen der Erwartungen liegende Zahlen präsentiert. Heute hat auch u-blox, ein Soft- und Hardwarehersteller aus Talwil, Zahlen veröffentlicht. Die sind aber nicht so toll, oder? u-blox hat die Erwartungen nicht erfüllen und der Titel ist deutlich abgestraft worden. Noch ein kurzer Blick auf die nächste Woche. Was erwartet Sie? Die Quartalssaison neigt sich definitiv am Ende zu. Nächste Woche stehen noch Zahlen von Baloise und dem Flughafen Zürich zum Beispiel noch an. Im Vordergrund werden aber vermehrt Konjunkturzahlen rücken. Was uns aber erhalten wird bleiben, sind sicherlich die politischen Unsicherheiten. Hey Iannella, besten Dank. Ob es ein kühles Wochenende gibt, das erfahren Sie hier gerade als nächstes. Danke fürs Interesse. Auf Wiedersehen. Akribis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akribis Bank.